Hey Leute, was geht? Schon dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode United. Wir haben aus den ersten beiden Gruppenspielen 6 Punkte geholt. Wir haben beide gegen Wakes gewonnen. Jetzt haben wir noch 2 Spiele gegen Eli. Das erste findet hier auf meinem Kanal statt, das zweite bei ihm. Wir müssen einen Punkt aus den beiden Matches holen, dann sind wir sicher in der K.O.-Phase. Das ist erstmal das Ziel. Im besten Fall wollen wir aber so viel wie möglich auch gewinnen, um am Ende Erster in der Gruppe zu sein. Wird natürlich nicht einfach. Eli ist ein sehr, sehr starker FIFA-Spieler und auch ein Team, das gut ist. Und er hat die allerbeste Ersatzbank. Der hat so keine Ahnung, was er auf der Bank hat. Mit seinen Coins könnte er sich Neymar, Mbappé, alles auf die Ersatzbank tun. Dementsprechend, ja, erst recht ab der 45. wird das ultra schwer gegen ihn. Ihr kennt ja unser Team. Einige meinten mir, ich soll bei Desai mal einen anderen Camp-Style raufmachen. Dann spielt er sich vielleicht besser. Probiere ich jetzt einfach mal gegen Eli. Ansonsten, ja, das ist unser Team. Wir geben alles. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt das Rematch auf dem Kanal von Eli ab. Und dann gehen wir rein. Das ist übrigens sein Team. Wie gesagt, Startelf ist ganz gut. Aber das Geisteskranke bei ihm ist halt wirklich die Ersatzbank. Also die Leute, die in der 45. reinkommen. Weil da hat er 1,5 Millionen im Budget. Ja, die werden uns ein bisschen durchrühren dann. Die Spieler, die reinkommen. Aber, ich hab Bock. Wird schwitzig. Okay, das wird jetzt ganz, ganz, ganz schwitzig. Schön abgefangen, Kimpembe. Das wäre gefährlich geworden. Come on. Come on. Ah. Ja. Komm, die Natale. Schade. Neymar! Ah. Die Blocks, die Blocks. Nein, die Idee war super. Na, green, aber aus der Drehung. Come on. Nein, ey, er hat nicht geschossen. Ey, das schießt doch wenigstens und er wird gehalten. Warum schießt er nicht mal? Ohne Chancen quasi. Neymar! Man kommt da auch nicht durch, ey. Komm, die Maria. Ah! Wir haben noch keinen Schuss irgendwo aufs Tor gesehen von einem von beiden. Krank. Komm schon. Wow. Ah! Hä? Bro, ich hatte 8 Meter Vorsprung. Oh mein Gott, das war sehr gefährlich. Nein! Immer dieser letzte Pass, der nicht kommt. Neymar! Neymar! Let's go! Das erste Mal gut durchgekommen. Hey, in dem Spiel geht gar nichts bei beiden einfach. Nein. Aufpassen, aufpassen. Die Tricks. Machst du den Rückraum? Nein. Oh, nein, Ecke. Aber trotzdem sehr gut verteidigt. Das wäre sehr gefährlich geworden. Mann, da ist doch der eine. Hä? Torwart. Oh, okay. Boah, diese 45. war gefährlich. Guckt euch das an. Ich sag ja, so gut wie keine Schüsse. Keine Ahnung, beide ungefähr gleich viel Ballbesitz. Hier ist nichts passiert in dieser Halbzeit. Nichts passiert. Das sind einfach typische Schwitzer-Matches hier immer. Komm. Die Maria. Nein, wie kann man den denn zu weit passen? Der hat 5 Sterne Weakfoot, der gepasst hat. Ach, das macht traurig. Nein. Mach weg, mach weg, mach weg. Oh. Ah, der kann mal lacken. Aber warum immer genau zum Gegner? Nein! Er hat ihn doch! Ah! Come on. Ja.
Nein, der geht nicht wieder ins Aus, okay, gut. Aber ich hab hier gar kein Anspiel. Warenspieler. Come on. Come on. Oh, und dann klappen die Kleinigkeiten noch nicht. Der Fake-Shot soll doch nicht so ins Aus, der soll auf die Grundlinie, dann kommt der Ball in die Mitte. Ah. Come on. Nein! Nein! Wir kriegen ihn auch nicht wieder! Oh! Neymar! Neymar! Ah, Ecke! Ah, was kann man hier draus machen? Nein, mit Grün! Oh, wer dann andere als Desi, wäre das das Tor. Wild, 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 wild. Abseits leider. Ah, zu spät gepasst. Come on. Ah, ah, ganz gefährlich hier. Letzter Angriff, komm. Nein, er pfeift ab. 1-1. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, unentschieden geht hier in Ordnung. Erste Halbzeit waren wir ein bisschen besser. Dann war er in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Wir haben insgesamt nicht viele Schüsse gesehen. Und wenn, wurden die geblockt. Ja, typisches FIFA 22 Spiel. Wir haben diesen einen Punkt gebraucht. Wir sind sicher aus der Gruppe raus. Wir sind sicher, weiter. Das Rückspiel entscheidet jetzt, ob wir in der Gruppe Erster oder Zweiter werden. War sehr verschwitzt, war sehr verölt, aber war genau das, was ich von der Partie erwartet habe. Und ja, immerhin war es kein 0-0 oder so. Wir haben Tore gesehen. Passt auf jeden Fall und checkt das Rematch auf dem Channel von Eli ab. Sollte gleichzeitig online gegangen sein. Link ist in der Beschreibung. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für dieses Match. Und ja, wir werden das Beste geben, Erster in der Gruppe zu werden. Macht's gut, haut rein, ciao.